Herzlich willkommen zu meinem Vortrag SecOps als Antwort auf zunehmende Cyberbedrohungen im IT-Betrieb. Mein Name ist Dennis Fieger, bin Consultant bei der Amazon seit jetzt 5 Jahren und werde euch heute ein bisschen was erzählen zu SecOps im Allgemeinen und wie wir darauf reagieren, weil wir alle wissen, IT wird immer komplexer, die Bedrohungslage steigt, es gibt immer mehr Angriffsvektoren. Genau, da wollte ich heute ein bisschen was erzählen. Und da starten wir einfach gleich los. Erstmal ganz allgemein. Was ist SecOps und was ist eigentlich der Mehrwert? Warum sollen wir das machen? Ja. Momentan, beziehungsweise oft ist es der Fall, dass wir Security-Teams haben, wir haben IT-Operations-Teams und die arbeiten parallel, aber nicht zusammen. Und dadurch wird das Identifizieren und Verteidigen von Angriffen erschwert. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass Teams zusammenarbeiten oder im Idealfall ein eigenes Team entsteht, das die Fähigkeiten eines Security-Teams hat, aber auch die Möglichkeiten hat, gefundene Schwachstellen oder gefundene Incidents gleich zu beheben und gleich darauf zu reagieren. Natürlich ist immer die Frage für das Business, wir haben vorher gehört, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir den Chef on board haben und der will natürlich immer den Business-Benefit wissen. Und ganz klar, wir sind viel schneller in der Reaktion, wenn dieses Team ein Incident hat und ihn nicht erst weitergeben muss und ihn dokumentieren muss, sondern gleich daran arbeiten kann, sind wir viel effektiver, wir sind schneller, wir können Probleme einfach sofort aus der Welt schaffen. Weiterer Benefit ist natürlich, wir haben einen kontinuierlichen Schutz. Ja, wir haben jetzt eben nicht ein Assessment, das wir fahren, sondern wir haben ein Team, das sich rund um die Uhr, ich sage jetzt mal zu Businesszeiten Minimum, um unser System kümmert, um unsere IT-Landschaft und hier eben aktiv nach Problemen sucht und diese dann schließt. Logischerweise, wenn wir einen Vorfall haben und auch im Betrieb, verringern wir die Kosten, weil wir schneller reagieren können und weil wir, wenn was passiert, auch trainiert sind, diese Vorfälle zu bekämpfen und einen Angriff zu bekämpfen. Ja, und der Angreifer bekommt das im Idealfall natürlich auch deutlich schwerer, bei mir im Unternehmen sich breit zu machen. Und natürlich auch logisch, wir stärken unsere Reputation, gerade fürs Business, immer ein sehr interessanter Faktor, weil jeder weiß es, wenn man mal einen Vorfall hat und der dann durch die Presse geht, ist für die Firma nie gut. Ja, genau. Und jetzt einmal so ein paar, ich sage jetzt mal Best Practices im SecOps-Feld, die ganz allgemeingültig sind. Genau, also wir haben einen integrierten Security-Ansatz, das heißt, wir müssen alle unsere Tools und alle unsere Knowledge zusammenführen. Wir dürfen nicht irgendwie auf ein Tool gucken und dann aufs nächste Tool gucken und dann die Informationen nicht aggregieren und nicht zusammenbringen. Das ist ganz wichtig, das muss zusammenkommen. Ich meine, jeder kennt ein Seam und hier ist es eben dieser SecOps Best Practice. Ein Seam ist wahnsinnig wichtig oder beziehungsweise ein Tool, wo wir alle diese Events, diese ganzen Detections zusammenführen und sie da dann überprüfen können. Kontinuierliches Security Monitoring und Detections. Wichtig ist, wir müssen mit unserem Monitoring kontinuierlich an unseren Systemen dran sein. Wir dürfen nicht sagen, okay, ich schaue ab und an mal rein, mache mal irgendwelche Tools an, überprüfe mal kurz das Netzwerk und dann morgen mache ich es mal nochmal. Sondern es muss rund um die Uhr laufen. Wir müssen ununterbrochen unsere IT überwachen können. Dann unsere Abhängigkeiten. Wir haben heutzutage eine wahnsinnig komplexe IT. Wir haben unsere On-Premise-Geschichten, wir haben unsere Rechenzentren, wir haben jetzt mit mobilem Arbeiten die ganzen Homeoffice-Laptops, wir haben aber auch unsere Cloud, unsere Private Cloud, aber auch irgendwelche SaaS-Dienste, die wir in unserem Unternehmen verwenden. Ja, und wir müssen verstehen, wie diese Abhängigkeiten miteinander arbeiten. Ich muss wissen, wer spricht mit wem, warum spricht wer mit wem und was sprechen die. Ja, und da ist es eben wichtig, dass wir die Abhängigkeiten zwischen On-Premise- und Cloud-Umgebungen in unsere Strategie mit aufnehmen. Und als nächstes ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man immer findet, sobald man SecOps googelt, Automatisierung. Wir müssen so viel wie möglich automatisieren, um menschliche Fehler zu vermeiden und unseren Teams Arbeit abzunehmen. Ja, ich meine, die Angriffsvektoren werden immer mehr, es werden immer komplexere Angriffsvektoren und wir müssen hier dahinter sein, dass wir
möglichst viel von diesen Themen von unseren, ja, von unseren Personen entlasten können. Wir haben es vorher auch gehört im vorherigen Vortrag, Zero-Trust-Modelle implementieren. Wahnsinnig gutes Thema. Wir müssen schauen, dass wir unsere Netzwerkzonen segmentieren, virtuelle Netzwerke, all solche Sachen können Lateral Movement und ähnliche Themen verhindern oder erschweren auf jeden Fall. So, SecOps, ganz, ganz schön und gut, aber das sind natürlich auch Herausforderungen, die da auf ein Unternehmen zukommen, wenn man SecOps implementieren möchte. Da kommen zum einen mal die organisatorischen Herausforderungen. Ja. Wir haben oft die Frage, ja, okay, jetzt habe ich ja eine hybride IT-Infrastruktur. Wie monitore ich die richtig? Ich habe hier meine Cloud, ich habe vielleicht mehrere Clouds, ja, sei es jetzt Azure, sei es AWS oder Google. Ich muss das alles monitoren. Ich muss auch meine On-Premise-Rechenzentren monitoren. Und da ist oft die Frage, okay, welches Tool verwende ich jetzt für welche Umgebung und wie bringe ich das dann alles wieder zusammen? Vorher gesagt, wir müssen das alles aggregieren, wir müssen das wieder zusammenbringen. Und zum Thema Automatisierung, vielen Unternehmen fehlt einfach die Manpower, die Kompetenz, die Erfahrung, um all diese Workloads zu stemmen. Ja, jeder spricht davon, wir haben einen Fachkräftemangel, der ist in der IT noch höher und wenn wir ganz ehrlich sind in der Security-Welt, das können wir noch mal einen drauflegen. Ja, es ist wahnsinnig schwer, gutes Security-Personal zu bekommen. Das heißt, auch hier Herausforderung für Unternehmen. Ja, wo kriege ich die Leute her, die dann auch wirklich mein SecOps-Team nach vorne bringen, ja. Und da sprechen wir auch wieder über das Thema Automatisierung. Diese paar Menschen, die wir dann doch noch irgendwie kriegen, denen müssen wir die Arbeit erleichtern. Wir müssen ihnen so viele Arbeit abnehmen und so viel wie möglich automatisieren, aber ganz wichtig, intelligent automatisieren. Ja. Wir müssen ihnen die Arbeit abnehmen, die wiederholend ist, die einfach ist, die nicht fehleranfällig ist. Ja. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Herausforderungen und das ist jetzt, ich sage jetzt mal, die Architektur. Ja. Im Idealfall sieht unsere IT-Infrastruktur oder unsere Architektur, Enterprise-Architektur, so aus. Ja. Wir haben da unsere Rechenzentren, wir haben private Cloud, AWS, Google, Azure, wie sie alle heißen. Dann haben wir unser Internet, über die wir alle kommunizieren. Und wir wissen eigentlich genau, welcher Server spricht eigentlich mit welchem Server und mit welcher Cloud. Also wir kennen uns ja aus, wir haben das ja alles ordentlich gemacht. Und wir haben dann noch unsere User-Links, die sprechen da mit unseren Rechenzentren und den Cloud-Diensten, mit unseren Servern. Ja, das wäre natürlich super, wenn es so wäre. Aber sind wir mal ehrlich, so ist es ja nicht. Denn die Realität ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wer mit wem spricht. Also wäre natürlich super, wenn Sie sagen in Ihrem Unternehmen, ich weiß ganz genau, wer mit wem spricht. Top. Sind Sie aber einer der wenigen? Nein, die Realität ist, es gibt immer irgendwo Server, die dann doch wohin funken, wo wir gar nicht mit rechnen. Ja. Und da ist eben ein ganz großer Punkt. Wir haben White Spots. Wir haben große Gefahr, Schatten-IT, ja, wenn ich nicht weiß, dass ich da irgendwo noch einen Server liegen habe, der munter vor sich hin spricht, ja, kann ein Hacker einfach easy einen Command-and-Control-Attack, wenn dieses System kompromittiert ist, sich ganz gemütlich von da aus umschauen, weil ich ja gar nicht weiß, dass dieses System überhaupt existiert, ja. Und da ist eben der große Punkt, was brauchen wir? Wir brauchen Visibility. Wir müssen wirklich sehen, okay, wer spricht mit wem und auch wirklich Geräte, wo ich gar keine Ahnung habe, dass sie existieren. Thema Schatten-IT. Ja. Und da ist eben der Ansatz, dass wir sagen, okay, wie kriegen wir Geräte, von deren Existenz wir noch gar nicht wissen? Und das geht am besten, wenn wir über das Netzwerk gehen. Und da sagen wir, okay, wir sagen, NDR ist der Weg für Visibility, also Network Detection and Response. Denn hier haben wir zum einen einen agentenlosen Ansatz. Das heißt, wir müssen nicht wissen, dass dieses System existiert, um es zu überwachen. Ja. Wir haben eine kontinuierliche Überwachung. So ein Netzwerk-Monitoring-Tool, wenn wir das sauber implementieren, läuft rund um die Uhr, sammelt kontinuierlich Metriken und Events oder beziehungsweise Metriken erstmal und macht daraus hoffentlich Events und monitort vor allem alle Geräte, eben auch IoT-Devices. Ja. Ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch Drucker, ähnliches. Wir wollen alle Geräte überprüfen und überwachen, sonst rutscht uns irgendwas durch und gerade IoT-Geräte oder
Drucker oder irgendwelche smarten
So, hallo. Ich habe gerade gehört, mein Mikrofon war wohl aus. Also gehe ich nochmal zurück und hoffe, ich krieg's nochmal an nahtlosen Anschluss hin. Genau, wir waren bei dem Thema Ist-Zustand, das ist schwierig. Wir haben eigentlich nicht alles im Griff. Und da ist das Thema, okay, Visibility durch Network Detection and Response. Das heißt, wir müssen, ich versuche ein bisschen schneller zu machen, weil ich glaube, wir laufen sonst aus der Zeit raus. Wir müssen unsere IT kontinuierlich überwachen. Und wenn wir über das Netzwerk ins Monitoring reingehen, dann haben wir einfach zum einen einen agentenlosen Ansatz und einen Echtzeitansatz. Das heißt, wir haben immer alle Geräte, auch IoT, wo sich zum Beispiel ein Agent schwierig installieren lässt, immer im Griff und immer in der Hand und wissen immer, wer spricht genau mit wem und vor allem, was sprechen sie miteinander. Ich muss wissen, welche Protokolle werden ausgetauscht und wie hängt das alles zusammen? Und ein gutes Detection-Tool natürlich bringt auch automatische Detections. Sehr logisch, sagt ja der Name von allein. Das heißt, wir brauchen einen automatischen Mechanismus, um diese Detections hervorzubringen. Und das läuft am besten eben über Anomalieerkennung. Wir sagen, okay, wir haben ein Verhalten von Systemen und von Nutzern. Das heißt auch user-centric, ganz wichtig. Wie sie sich in meinem Netzwerk bewegen und was ihr Standardverhalten ist. Ja. Und dafür verwenden wir eben Machine Learning, AI, um diesen Ist-Normalzustand zu uns, sage ich mal, zu merken und jede Abweichung als Detection hervorzubringen. Und auch ganz wichtig ist, dass wir eine erste Einstufung der Detections haben, um dann sagen zu können, okay, was priorisiere ich? Welche Inzidenz muss ich genauer betrachten und welche kann ich sagen, okay, ja, das ist schon kritisch, muss ich prüfen, aber ich habe vielleicht nebenbei eine Data Exfiltration, die schaue ich mir, glaube ich, zuerst an. Genau. Und auch wichtig, den Angreifer in seiner gesamten Killchain nachträglich prüfen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt, wir haben es vorher gehört, wir haben eine Dwell-Time von knapp 200 Tagen oder mehr, 270 ist, glaube ich, der aktuelle Recherchestand. Das heißt, wir müssen wissen, wie ist der eigentlich ins Netz gekommen? Ja, wenn ich den dann irgendwann entdecke, dann muss ich natürlich auch wissen, okay, wie ist er denn reingekommen? Ganz wichtiges Thema. Weil ich muss die Lücke schließen und nicht nur den Angreifer wieder rauswerfen. Also eine Quarantäne schließt nicht meine Lücke. Genau. Und als nächstes haben wir jetzt, okay, das Thema, ja, das Netzwerk haben wir im Griff. Wir sehen die Angreifer, wenn sie sich bei uns bewegen. Wir wissen, was sie machen, wer spricht mit wem. Super. Ganz wichtiges Thema. Aber jetzt fehlt uns ja natürlich noch das Thema, ich will ja vorher wissen, wo meine Lücken sind. Ich muss ja vorher wissen, wie können Angreifer bei mir ins Netz gelangen und sind alle Konfigurationen bei meiner Firewall, Application Firewall und so weiter, sind die Konfigurationen richtig? Denn eine Fehlkonfiguration ist auch Grund Nummer eins, sage ich mal, nach Phishing-Attacks, warum Angreifer in mein Netz kommen. Wir haben Penetration-Tests, die sind wahnsinnig wichtig, die will ich auch nicht kleinreden, aber es wäre natürlich gut, wenn wir nicht einmal im Monat, alle 2 Monate, wenn wir viel Geld haben, ja, meistens einmal im Jahr so einen Pentest machen, sondern es wäre ja gut, wenn wir das regelmäßig machen, wenn wir quasi ein kontinuierliches Assessment haben von unseren Konfigurationen der Firewall. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Gerät, das Angriffe simuliert. Und da haben wir eben den Threat Simulator, der eben kontinuierlich eigene Angriffe zuverlässig und sicher stattfinden lässt. Das heißt, wir haben ein System, das alle meine Firewall, App Firewall, alle meine Security-Systeme immer prüft und ich sage jetzt mal auf aktuellen Stand hält, ja, auf neue Szenarien, neue Malware, neue Angriffsvektoren. Und auch wichtig, wir simulieren nicht immer nur einzelnen Traffic, sondern wir simulieren eine Killchain, also wirklich einen Ablauf eines Hacks und nicht nur mal hier, schau dir mal die Signatur an, reagierst du drauf? Schau dir die Signaturen reagierst du drauf, sondern wirklich einen Angriffsverlauf, wie er gängig im freien Feld stattfindet. Das heißt, wir prüfen kontinuierlich unsere Firewalls, unsere Konfigurationen, nicht nur Firewalls, auch Netzwerksegmentierungen und ähnliches und haben immer ein Audit für unser System, kriegen dann eben auch dargestellt, wo denn Nachbesserungen sein müssen. Wir kriegen sogar, wenn ich sage jetzt mal, der Firewall-Vendor bekannt ist, Vorschläge, was wir besser machen müssen oder welche Einstellungen falsch sind. Genau, einmal so eine beispielhafte Darstellung von so einem
Threat Simulator, wir haben in der Cloud, in einer simulierten Dark Cloud, einfach mehrere Agenten, die über das Internet mit einem System bei mir im Netzwerk kommunizieren. Das sind hier diese rosa gefärbten Hosts, die wir in die verschiedenen Netzwerkzonen setzen. Ganz wichtig, diese simulierten Angriffe laufen nicht gegen die produktiven Systeme, sondern immer nur gegen Systeme, die im selben Netzwerk sind. Das heißt, wir wollen nicht die Systeme, also nicht die Applikationssysteme prüfen, sondern wir wollen die Infrastruktur prüfen, ob die Zugänge richtig sind, ob die Firewall richtig konfiguriert ist, ob wirklich nur der Traffic durchkommt und Next Generation Firewall, ob sie auch wirklich alles erkennt, was sie erkennen soll. Das heißt, wir prüfen kontinuierlich unsere Systeme auf die richtige Konfiguration. Genau. So, also was ist unser Automated Threat Detection Ansatz bei der Amazon? Wir haben zum einen auf der linken Seite dieses kontinuierliche Security Assessment und auch immer die Prüfung, ob irgendwelche Änderungen bei mir an den Firewalls oder ähnliches passiert sind. Wichtig, das funktioniert natürlich alles nur auf Angriffsvektoren, die einigermaßen bekannt sind. Also es muss irgendwie bekannt sein. Also eine Zero-Day-Vulnerability werden wir damit nicht prüfen können, ja, weil wir immer an CVEs gebunden sind. Unser Netzwerk-Detection-Ansatz allerdings hat die Möglichkeit, wichtig, es ist natürlich die Königsdisziplin, einen Zero-Day-Exploit zu entdecken, ja, aber wir haben die Möglichkeit, die Folgen davon zu entdecken. Wir werden vielleicht nicht bis zum Beginn, manuell dann wahrscheinlich schon, nicht bis zu Beginn eine Detection bekommen, was denn jetzt der Zero-Day-Exploit war. Aber wir werden auf jeden Fall durch die Anomalieerkennung erfahren, wie der Angreifer sich dann bei mir im Netzwerk bewegt, nachdem der Exploit stattgefunden hat. Und das ist eben ein wichtiges Thema. Wir kriegen so viel Information. Wir haben jetzt Metriken, wir haben Detections und all diese Informationen. Und die müssen wir natürlich jetzt wieder zusammenführen. Und das ist das Thema, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir müssen konsolidieren. Wir müssen diese Informationen wieder eindampfen. Wir müssen unseren SecOps-Spezialisten, unseren Profis Arbeit abnehmen. Und das heißt, wir müssen diese Sachen korrelieren und zusammenführen. Und da bietet sich, wie vorher erwähnt, natürlich ein SIEM an und Integration Management im Großen und Ganzen. Das heißt, wir haben ein SIEM, das dann im Idealfall auch noch Tickets generiert. Und diese Informationen, die wir mit unserem Network Detection und mit unseren Threat Simulator erheben, die müssen wir natürlich alle wieder da reinbringen und unseren Profis an die Hand geben. Man sieht jetzt hier auch Integration Management, Firewall, Client Security. Es ist natürlich auch immer möglich, dass man hier auch richtige Playbooks zusammenstellt, wenn man gut ist, ja, dass dann auch automatische Quarantäne stattfindet, automatisches Isolieren von Systemen. Genau. Also ist man wirklich sehr frei und kann man wirklich noch sehr viel weiterarbeiten. Genau. Das wäre es erstmal so gewesen zu meinem Grundvortrag SecOps und wie reagiere ich auf die ansteigende Anzahl an Bedrohungen.